heißes Mandelmus holen und dann getrocknete Feigen einfach dazu. Das schmeckt so hammergut. Dann habe ich halt statt dem Zucker die Feigen und statt der Kakaobutter das Mandelmus. Ist zwar eine Fehlkombination noch und ist halt beides sehr dicht und dehydriert, aber das dann irgendwie einmal die Woche oder sowas, das wären so meine Alternative. Ich wollte gar nicht so viel darüber reden. Ja, ansonsten bin ich so scheiße glücklich, muss ich sagen. Dass ich da wieder so zurück bin, das ist so ein krasser Unterschied. Allein schon das gedünstete Gemüse ist weglassen. Also bei mir ist das so ein krasser Unterschied, weil wenn man einmal dieses Bewusstsein auch hat und so weiter, dann kann man einfach nicht mehr zurückgehen. Und auch vom Körperlichen her, das kann man mal handeln, wie gesagt. Aber so viele Tage hintereinander, wie gesagt, 4 Kilo Wassergewicht auch zugenommen, also das ist klar, dass man sich dann auch irgendwie nicht so geil fühlt, aber auf mein Bewusstsein hat es jetzt trotzdem nicht negativ gewirkt, weil im Prinzip ist mir vom Bewusstsein her alles egal mittlerweile. Auch wenn ich jetzt irgendwie keine Arme und Beine mehr habe, wäre mir eigentlich im Prinzip alles unwichtig. Also ich hatte schon lieber alles, aber ich würde halt mit allem klarkommen, bin halt immer positiv, lass meinen Geist halt von nichts mehr irgendwie zuschaufeln und mit Negativität oder irgendwas. Deswegen ist mir halt alles egal. Aber ich finde es halt so trotzdem besser. Ich schließe aber, wie gesagt, nichts aus, wenn ich halt mal total Lust drauf habe oder so und keine anderen Alternativen in Roh habe oder gerade keinen Bock habe, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, irgendwas Erhitztes zu mir zu nehmen. Aber es ist halt, aber ich schließe es nicht mehr in meine Ernährung ein. Und für mich sind es halt auch keine Lebensmittel wirklich, wenn es halt zerstört ist. Vielleicht so 10 Minuten lang kurz gedünstete Sachen, dass die halt nicht so labbrig sind und so weiter. Kann man dann drüber streiten. Ich halte es auf jeden Fall für sinnvoll für viele, viele, also für die meisten Menschen, sowas einzubauen. Auch noch Süßkartoffeln und Kartoffeln und so weiter einzubauen. Aber es sollte halt meiner Meinung nach eine Beilage sein. Und als nächstes werde ich wahrscheinlich meine Rohkostlasagne machen, die sogar eigentlich frutarisch ist. Und vielleicht mal ein Video auch zu machen. Also ich gucke mir jetzt halt wirklich einige Rohkostrezepte an, um dann halt wirklich einen Gaumenschmaus zu generieren. Und diese Lasagne ist sogar low fat. Also im Prinzip perfekt. Und davon kann man dann eine ganze fette Auflaufschüssel von Essen. Ja, also das sind halt so die Veränderungen. Also im Prinzip hat sich mein Geschmack jetzt auch nicht ins Negative verändert. Ich mag jetzt wieder, genau wie davor, kein Salz mehr. Kriege ich total, wenn ich ein Salzkorn im Mund nehme. Trockenfrüchte mag ich überhaupt nicht mehr, obwohl ich die gestern noch so gegessen habe, weil ich auch so diesen Drang nach Zucker hatte und der auch richtig war, weil der Zucker reinigt den Körper und baut auch Blut auf im Körper, also ist blutbildend Zucker, das wissen auch viele nicht, kann man bei Arnold Ehret nachlesen, dass es der wichtigste Stoff ist, dass er auch Protein raus gebaut wird aus diesem Zuckerstoff. Ja. Und das sind auch richtig, ich habe dann danach auch richtig gemerkt, wie schön es reinigt, indem halt der Blutdruck total ansteigt, das Herz mehr pumpt, weil wenn das Herz pumpt oder halt auch schneller pumpt, dann ist das, weil man halt schneller etwas entgiftet. Und der Zucker regt das halt an. Deswegen ist Zucker auch stimulierend für den Kreislauf und Stoffwechsel. Also es stimuliert, es reinigt einfach, es löst Gifte. Deswegen ist das nur ein indirekter Mechanismus, dass der Zucker den Stoffwechsel anregt. Es ist also indirekt. Es löst einfach Gifte und dadurch entgiftet der Körper und dadurch muss er natürlich auch schneller pumpen und so weiter. Beziehungsweise das Herz pumpt, glaube ich, nicht, sondern die Organe ziehen irgendwie vom Herzen und dadurch schlägt es dann halt. Ja. Also in vielen Situationen ist es halt dann richtig, auch mal so krass auf Zucker auszurasten. Aber jetzt brauche ich das nicht mehr so wirklich. Und wenn ich jetzt auch Trockenfrüchte in den Mund nehme, und ich habe vom Lidl mir mal Trockenfeigen geholt, kann ich nicht essen. Also merkst du sofort, die sind nicht roh. Die meisten Trockenfrüchte sind nicht roh, da müsste,
Wenn euch das wichtig ist, müsst ihr da aufpassen. Auch die Bio-Sachen. Also von Rapunzel ist fast nichts roh. Es ist bei 65 Grad getrocknet. Bei Dawat ist, oder wie man es ausspricht, ist fast alles roh. Und bei Denré sind die Datteln nicht roh. Ich glaube nur die Weinbeeren und die Feigen und Mandeln. Also bei Nüssen auch aufpassen. Ist bei Rapunzel auch fast alles nicht roh. Und das merke ich wieder auch deutlich und muss ich sofort ausspucken. Mag ich nicht. Und Trockenfrüchte nur eingeweicht. Selber eigentlich mit dem Zucker, aber ich muss sagen, mit dem Zucker hat sich halt ein bisschen geändert. Jetzt stehe ich schon auf süßere Früchte. Wenn die nicht wirklich süß sind, dann schmecken die für mich wie reine Ballaststoffe und dann kann ich sie lieber entsaften. Das wird sich dann aber auch wahrscheinlich wieder ändern, indem ich die dann halt wirklich entsafte, weil ich dann halt keine süßen Früchte mehr mag. Und dann ist das ein Zeichen für mich, jupp, Säfte. Dadurch wird es dann natürlich über die Zuckerkonzentration natürlich auch wieder erhöht, aber dann habe ich zumindest nicht mehr das Gefühl, dass ich nur noch Ballaststoffe esse. Ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, auch bei allem Erhitzten eigentlich mag ich nicht mehr. Auch bei den Mandeln habe ich, merkst du sofort, wenn die nicht roh sind, hatte ich welche vom Netto da und schmeckt man auch, dass da nichts drin ist im Prinzip. Und während der Kochkurszeit habe ich es überhaupt nicht geschmeckt. Alles, also die Qualität konnte ich gar nicht erschmecken von den ganzen Lebensmitteln. Und auch wenn etwas nicht Bio ist, kann ich jetzt auch nicht mehr wirklich so ab. Außer ein paar einige Ausnahmen. Ja, das kann man dazu berichten. Und ist krass, wie das von Tag zu Tag halt sich jetzt so schnell entwickelt, so im Zeitraffer sozusagen, wie das bei der normalen Entwicklung so über Monate hinweg geht, vielleicht über Jahre sogar bei manchen. Wie ich das jetzt von einem Tag zum nächsten Tag habe, das finde ich sehr, sehr, sehr schön und faszinierend. Ich denke mal, morgen kann das so aussehen, dass ich dann halt wieder den keinen Frühstücksplan einhalte für 4 bis 5 Stunden. Meistens versuche ich schon mindestens 5 Stunden zu kriegen, weil ich merke, so ab der 4,5. Stunde, dann reinigt der Darm sich so richtig schön und das. Diese krasse Reinigung möchte ich noch mitnehmen, dieses schöne Magengrummeln oder wie man es nennt, oder Bowel Movement. Da fühle ich mich dann auch viel energetischer danach, wenn ich dann halt die 5 Stunden voll mache. Und dann werde ich wahrscheinlich entweder einen Apfelsaft trinken oder Wassermelone essen. Und als zweite Mahlzeit, weil ich dann immer so lange schon gewartet habe, raste ich dann meistens ein bisschen aus. Muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich dann einfach einen Bananensmoothie mal mache mit Brennnesseln. Genau, ich hatte an dem letzten Tag, also gestern, hatte ich auch noch 250 Gramm Brokkoli gegessen. Dazu sage ich gleich auch nochmal was zu dem grünen Zeug. Wie gesagt, dann als zweite Mahlzeit raste ich dann immer so ein bisschen aus, welchen auch genau weiß. Danach gibt es nichts mehr zu essen und gleichzeitig davor habe ich schon auch nicht durchgehalten mit Rohkost und mit keinem Frühstücksplan, obwohl es halt kein schwieriges Durchhalten ist oder so, sondern es macht halt sogar Spaß. Und ja, 2 Mahlzeiten reichen mir auf jeden Fall dicke am Tag. Also manchmal habe ich gar keinen Bock auf 2 Mahlzeiten und denke, oh, muss jetzt schon wieder essen wegen der scheiß Hungerkrankheit und so weiter. Aber sie ist dann schon irgendwann gekommen, diese Hungerkrankheit, muss ich sagen. Deswegen habe ich dann halt auch die Nüsse da gegessen gehabt und die Trockenfrüchte und so weiter. Obwohl mir es eigentlich alles nicht schmeckt und so weiter, aber es war einfach sonst viel zu krass, auch für den Körper habe ich ja gemerkt, wie das den Körper sonst auszehrt, diese ganzen Gifte, die dann zu schnell wieder hochkommen. Und allein deswegen war es dann schon sinnvoll, an diese Sachen zu essen. Zum Glück habe ich das jetzt nicht mehr. Ah, ich bin wieder so befreit, ey, ist das geil. Ja, richtiges Durchatmen. Oh, ich wollte noch sehr viel sagen. Da mir gerade nicht einfällt, wo ich gerade war, mache ich das mit dem Brokkoli. Genau, ich war bei diesem Ausrasten. Was ist das denn so, was ich so. Oh, so viel Gedanken im Kopf auf einmal. Die mache ich mir entweder einen Bananensmoothie mit Brennnesseln oder sowas. Dann halt schon so dichtere Nahrung, die auch richtig sättig, wo ich dann auch so 8 Bananen reinhau.
Früher war es ja so, dass ich nur so maximal 3 Bananen geschafft habe, weil alles andere mich dann zu übersäuert und weil mich das auch gestört hat, dass das sich so dicht anfühlt und so weiter. Jetzt haue ich mir die 8 da rein. Ich mache dann halt aber immer Grünzeug ein bisschen dazu, weil das balanciert den Zucker aus und schmeckt mir auch deutlich besser mit Grünzeug. Was heißt deutlich besser? Das ist einfach nur anders. Manchmal schmeckt mir das besser, manchmal anders. Aber bei dem Grünzeug ist auch noch ein Vorteil. Das habe ich jetzt, werde ich jetzt auch integrieren. Also ich werde halt wieder Trockenfrüchte integrieren, einfach nur aus dem Grund, wegen der sehr, sehr schlechten Obstqualität. Die werde ich dann einweichen, bevorzugt Feigen. Und die eingeweichten Feigen werde ich dann in Salatblättern einwickeln. Dann hat man in erster Linie halt, ist das dann nicht mehr so krass dehydrierend, dadurch, dass sie so trocken sind und gleichzeitig puffern die den Zucker auch ein bisschen mehr ab, weil halt wieder Wasser drin ist und wegen dem Salat halt, dass die Mineralstoffe drin und die Ballaststoffe und auch das Wasser in den Salat puffert auch ordentlich und es schmeckt auch ziemlich gut, muss ich sagen, zusammen. Das kann ich mir als Mahlzeit, als Fruit Replacement vorstellen. Sehr gut sogar, ist auch preislich sogar günstiger, als wenn ich mir frische Früchte kaufe. Deswegen werde ich wahrscheinlich halt ein bisschen Grünzeug wieder integrieren, allein aus dem Grund. Muss ich mal gucken, wie sich das entwickelt. Mich zieht es überhaupt nicht mehr wieder mal zum Grünzeug oder halt nur noch ein bisschen. Aber Brennnesseln, genau, die hatte ich vor 2 Tagen gegessen. Das war richtig krass, weil da war ich halt auch noch wirklich ziemlich vergiftet und das sind die meisten Menschen ja auch. Das ist richtig krass, als ich da dann Brennnesseln gegessen habe, sogar gedünstet waren die. Genau, die waren sogar gedünstet. Oder wann hatte ich die gegessen? Ich hatte die auch einmal in Smoothie getan. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann was geschehen ist. So viel merke ich mir doch wiederum nicht. Auf jeden Fall habe ich danach dann, eine Stunde danach oder so, bin ich dann eingenickt und habe gepennt. Und das war richtig rejuvenating, erneuernd. Also, die Wildkräuter sind echt der Hammer. Das puffert auch so krass die Energie und das erleichtert einen so krass, das auszuleiten. Aber trotzdem ist das halt nur, ja, ist trotzdem kein Wundermittel, aber ist schon nah dran. Also, Brennnesseln kann ich noch richtig, richtig stark empfehlen für die meisten, auch viel davon zu nehmen. Mich zieht es halt wieder ziemlich weg und ziemlich zu den Früchten, aber es ist halt nicht realistisch in meiner momentanen Situation, nur davon zu leben, auch durch Stressanwirkungen und sowas und halt, weil der Geist halt auch noch bessere Qualität craved und so weiter. Aber in erster Linie werde ich dann halt wirklich so Gemüse, in allererster Linie Gemüse, Früchte nehmen, Gurknudeln und so weiter. Habe jetzt ganz viele Gurken, habe jetzt Biogurken für 80 Cent pro Stück gekriegt. Nehmen und als nächstes dann halt anderes rohes Gemüse zum Abpuffern. Das ist besser noch als, also finde ich jetzt momentan doch besser als Nüsse und Saaten. Klar, die haben sehr, sehr viele erdige Stoffe, die Gemüsesorten, und beerdigen mich dann ein bisschen, aber zumindest verschleimt es den Verdauungstrakt nicht, verschleimt den Körper nicht und zieht die Verdauung nicht so runter, wie Fett das halt tut. Also Low Fat finde ich für mich momentan halt schon wichtig. Und vielleicht ein paar gehackte Mandeln drüber oder so. Oder halt ab und zu halt in diesen Rezepten, Rohkostrezepten. Aber allgemein werde ich dann Gemüse wahrscheinlich wieder einbauen. Aber in erster Linie Gemüsefrüchte. Ja, Trockenfrüchte, wie gesagt, Bananen werde ich wieder einbauen. Mangos sind mir jetzt teuer eigentlich, werde ich aber ein paar von einbauen. Äpfel werde ich wieder einbauen, aber nur entsaftet oder als Apfelmus. Sonnenblumenkerne und Nüsse und Saaten werde ich wieder einbauen, was ich die letzten 4 Monate halt auch nicht hatte. Mit dem Fruitarian-Style. Zieht's mich aber nicht sonderlich hin, aber so ab und zu finde ich das schon ganz geil und auch mal zur Erdung. So ein paar gehackte Mandeln irgendwo oder Mandelmilch, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Weil ich will ja auch zu Liquids auch hin, also zu Flüssigkeiten, da zieht es mich am meisten hin. Also meistens zieht es mich nach Nichtsessen, danach nach Liquids, danach nach saftigen Früchten, wie Melonen und Papaya zum Beispiel. Und danach nach allen anderen Früchten und danach nach Gemüse und danach nach Nüssen und Saaten. Und danach eigentlich nur noch zu vermischter Rohkost und danach noch gedünsteten, stärkefreien Gemüse.
Ich werde aber auch mal probieren, wahrscheinlich. Das sieht eklig aus mit dem Hahn da. zumindest gerade. Ich werde mal versuchen, auch Reis wieder keimen zu lassen. Ich habe ja auch von dem Rohkostbrot geredet, was ich mal ausprobieren werde, auf jeden Fall mit gekeimten Hafer eventuell. Den habe ich hier. Beziehungsweise Hafer habe ich so hier. Aber ich denke mal, ich werde auch mal ausprobieren, Reis keimen zu lassen und den dann einfach in 40 Grad warmes Wasser halt aufweichen zu lassen. Also Soak. Soak heißt ja, dass sich da irgendwas aufsaugt, aber ich weiß jetzt nicht das genaue Wort dafür, was jetzt hier passend wäre. Aber so, dass sich das halt mit Wasser vollsaugt und halt auch warm wird. Und das dann mit einem rohen Salat halt und einem Dressing vermixe. Ob das schmeckt, wie das schmeckt, ist halt natürlich dann auch noch ein bisschen stärker und so weiter. Aber ich möchte es halt wirklich nicht mehr erhitzen. Das hat zu krasse Effekte, auch bezüglich den krassen Wassereinlagerungen und sowas. Da versuche ich dann halt lieber, das dann einfach keimen zu lassen, auch wenn das halt mal länger dauert. Man könnte höchstens versuchen, das einfach so einzuweichen für 24 Stunden und dann zu essen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht hatte. Ich hatte, doch, ich habe, glaube ich, hatte das schon mal gemacht und das hat mich heftig vergiftet, weil da etliche Antinährstoffe halt drin sind im Getreide, die durch den Keimprozess umgebaut werden oder durch Hitzeeinwirkung oder durch Fermentation. Und bei Fermentation entstehen dann auch wieder Alkohole und andere extrem giftige Stoffe. Das habe ich auch gemerkt, dass das nichts ist. Ja. Aber schließe ich halt nicht mehr unbedingt aus. Aber der Grundplan ist halt klar, dass das zu Früchten hingeht und zu Säften. Wie gesagt, Mandelmilch werde ich jetzt mal dann mal ausprobieren mit getrockneter Dattel. Zur Süßung, und das auch in Rezepten irgendwie im Gurkensalat oder sowas, dann mache ich einfach Dill, Zitronensaft dran, vielleicht ein bisschen Mandelmilch dann. Normalerweise Gurkensalat, der herkömmliche ist ja mit so einem komischen Joghurt-Dressing, dass man dann so ein bisschen Ersatz hat irgendwie dafür. Ansonsten Nüsse und Saaten halt in erster Linie für irgendwelche Dressings oder irgendwas, Cremes und so weiter. So dass das halt keine, weil davon kann man sich auch nicht, ja doch, man kann sich eigentlich schon satt essen an Nüssen, habe ich gemerkt, aber es ist halt nicht, also es ist alles andere als optimal. Im Prinzip ist Fett unnatürlich für den Menschen, würde ich ganz gerne eliminieren, bin da aber realistisch, dass es halt momentan noch nicht funktioniert für mich, deswegen werde ich es weiterhin nutzen, wenn ich es möchte. So, und dann habe ich jetzt schon ziemlich viele Infos geliefert, und dann sage ich,